Oi, da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mit einem Video zu einer neuen, möglicherweise guten Side-Deck-Karte, und zwar Retaliating Sea. Die kam gerade erst raus in Clash of Rebellions als Shortprint. Und seitdem wird sie ab und zu gesidet. Und heute schauen wir uns mal an, gegen was man die alles siden kann und ob das eine gute Wahl ist. Erstmal zu ihrem Effekt. Also 4 Sterne, Erde, eine C-Karte, Insekt, 1 für Angriff, 1 für Defense. Relativ stark für eine C-Karte. Und der Effekt ist halt, dass falls der Gegner eine Zauberkarte aktiviert, die ein Monster spezial beschwören würde, kannst du das Retaliating Sea auf deine Seite specialen. Und dann ist es halt so wie Makrokosmos, solange sie auf dem Feld ist. Und falls sie vom Feld auf den Friedhof geht, kannst du dir ein Erde-Insektmonster mit 1500 Angriff oder weniger auf die Hand holen. Außer noch ein Retaliating Sea. Also kann man sich Max C und Flying C auf die Hand holen. Und Flying Sea ist halt nur gut gegen Exceed Decks, Satella und zum Beispiel Burning Abyss. Und gegen die Decks ist halt Retaliating Sea nutzlos. Also bringt es eher nichts, Retaliating Sea und Flying Sea zu siden. Aber man kann sich auch noch Max C auf die Hand holen. Was nicht schlecht ist, Max C ist nie schlecht. Im schlimmsten Fall macht man halt Ausgleich. Aber der große Vorteil von Max C ist meistens, dass sie überraschend kommt, dass der Gegner damit nicht rechnet und dann irgendwas abbrechen muss oder sich halt entscheiden muss, ob er jetzt abgeht oder abbrechen muss. Also ihn in eine schwere Situation bringt, und wenn er halt weiß, dass sie auf der Hand ist, dann kann er leicht darum herumspielen. Deswegen weiß ich noch nicht, wie stark der Effekt ist, dass man sich Max C auf die Hand suchen kann. Ansonsten schauen wir uns mal an, gegen was man Retaliating C alles siden kann und gegen was der erste Effekt gut ist. Da haben wir als erstes Shadol. Die Shadol-Fusionen natürlich triggern den Effekt von Retaliating C. Und dann werden, weil das ja keine Kosten sind, die Materialien für die Fusion verbannt. Was ziemlich gut ist, dann kommen die Shadol-Effekte nicht. Und noch ein Vorteil ist, wenn er zum Beispiel Konstrukt holt, und dann Konstrukt-Effekt geht dann auch nicht, beziehungsweise das Monster wird dann gebanished. So kann man einen der Power-Moves von Shadol blocken. Er beschwört halt dann das Fusionsmonster und läuft dann über Retaliating Sea drüber. Da kann man sich Max C zum Beispiel suchen. Da hat man Ausgleich gemacht und den Power-Move von Shadol ein bisschen geschwächt. Das denke ich mal auf jeden Fall sehr effektiv. Zusätzlich wird die Fusionskarte dann auch noch gebanished und kann dann nicht wieder verwertet werden, was auch sehr gut ist. Dann haben wir als nächstes das neue Deck, was jetzt ein bisschen gehypt wird, was möglicherweise Meta wird, und zwar Infernoid. Und die spielen halt Monster Gate und Reasoning als Zauberkarte, die Monster specialen. Und das ganze Deck ist halt nur auf Millen ausgedacht, also wird Retaliating Sea das Deck auf jeden Fall ficken. Chainst du einfach an Monster Gate bzw. Reasoning, und alles, was er millt, bis ein Monster kommt, wird einfach gebanished. Und dann ist die Karte so gut wie nutzlos für Infernoid-Spieler. Bei Monster Gate, das Monster, das getributet wird, geht noch in den Grave, aber ansonsten wird alles gebanished und dann können die so gut wie nichts machen. Und Max C ist auch nicht so schlecht gegen die. Muss man halt im Voraus aktivieren, weil das alles interne Spezialbeschwörungen sind. Und dann haben wir noch als letztes Necros. Die benutzen halt ihre Ritualzauberkarten und triggern dadurch Retaliating Sea. Wobei ich sagen muss, dass es gegen Necros nicht unbedingt was nützt. Außer Kaleidoskop vielleicht. Dadurch wird halt der Move mit Herald geblockt, weil der nicht auf den Friedhof dann kommt. Aber ansonsten stört das Necros eigentlich kaum. Vor allem mit diesen neuen Necros-Monstern, die jetzt gespielt werden, bieten ein paar von denen die Möglichkeit, gebannischte Necros-Karten zurück auf die Hand zu holen. Deswegen könnte es sogar ein Nachteil werden, wenn man Retaliating Sea gegen die spielt. Und Max C ist jetzt auch nicht die krasseste Karte dagegen. Macht meistens nur Ausgleich. Auf jeden Fall ein sehr interessanter, sehr guter Effekt eigentlich von Retaliating Sea. Kann man sich überlegen, ins Side-Deck reinzutun. Vor allem, wenn man Probleme gegen Shadol oder Infernoid hat. Vor allem ist Retaliating Sea auch noch Level 4. Gibt dir Möglichkeit, auf Rang 4 Exceed zu gehen. Zum Beispiel im Satella oder auch Cosmo. Da Cosmo ja zum Beispiel nicht Eisenmauer siden kann gegen Infernoids, können die zum Beispiel das Retaliating Sea siden. Dann gibt es nochmal zusätzlich Optionen auf Rang 4 Exceeds. Ansonsten war es das auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und Retaliating Sea näher bringen als mögliche Side-Deck-Karte. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab. Checkt unsere Sponsoren ab. Und ciao.